Oliver Kahn verabschiedet sich als einziger deutscher Spieler von den Fans. Zeigt Größe im Moment der Niederlage. Schöne Geste. Ich finde, das gehört sich auch so. Denn die Fans haben zwar an der einen oder anderen Stelle ihren Unmut gezeigt, sind aber sehr fair mit ihrer Mannschaft umgegangen, standen über weite Strecken hinter dem Team. Auch wenn man sich am liebsten verkraufen mag in solchen Augenblicken. Das gehört sich einfach, dass man trotzdem Danke sagt bei den eigenen Anhängern. So, ich bin gespannt, wer jetzt was sagt. Das war Fußball live im Ersten. Das Länderspiel Deutschland gegen Ungarn mit Bitburger. Oliver Kahn, Sie waren gerade der Einzige, der sich noch verabschiedet hat von den deutschen Fans. Ist das im Moment das, was das Spiel der deutschen Mannschaft auch nach der Begegnung widerspiegelt, nämlich dieses Verstecken, dieses ja irgendwie keine Geradlinigkeit zeigen? Ja, ich glaube, wir haben heute einfach kein Selbstvertrauen gezeigt. Ich denke, wir müssen uns doch mal klar machen, wir sind der Vize-Weltmeister. Wir treten an bei der Europameisterschaft als die zweitbeste Mannschaft der Welt. Und davon sieht man wenig. Nur man darf jetzt den Fehler nicht machen und dieses Spiel hier überbewerten. Ich weiß, wie diese Spiele waren in den vergangenen 10 Jahren. Ich habe es immer mitgemacht, kurz nach dem Trainingslager, wenn man dann kurz davor steht, zum Turnier zu fliegen. Ich glaube, diese Spiele haben wir immer sehr, sehr schlecht bestritten. Und weil man einfach auch mit dem Kopf schon ein bisschen beim Turnier ist. Und so eine Mannschaft wie Ungarn, Glückwunsch, die haben gut gespielt, aber die haben natürlich überhaupt gar keinen Druck und können frei aufspielen. Ist das denn vorher nicht problematisiert worden, die Geschichte mit dem Vize-Weltmeister, mit dem Selbstvertrauen? Ja, sicher, aber wie gesagt, das muss man einfach auch mal zeigen. Und ist schon richtig, wir haben uns hier heute phasenweise gut. Wir haben was probiert, auch in der zweiten Halbzeit noch das Tor zu machen, aber man hatte nicht so das Gefühl, dass wir hundertprozentig von dem überzeugt sind. Und aber wie gesagt, nicht überbewerten, kann man jetzt alles abhaken. Ist natürlich ein bisschen schade, dass wir uns jetzt mit dem Spiel zum Turnier verabschieden, aber am Dienstag in 8 Tagen gegen Holland ist das wieder eine völlig andere Geschichte und da wird man eine völlig andere deutsche Mannschaft sehen. Kann man wirklich alles abhaken oder spiegelt das doch so ein bisschen, zumindest Teile des wahren Spielcharakters wieder? Ja, ich würde das jetzt nicht machen, sondern ich würde jetzt einfach das Positive sehen. Ich denke, wir haben gegen die Schweiz gezeigt, dass wir gut stehen können, dass wir phasenweise guten Fußball spielen können. Die Holländer haben ihre beiden Spiele verloren. Ich glaube nicht, dass die mit sehr viel Selbstvertrauen da antreten werden. Und wie gesagt, es ist jetzt eine ganz, ganz heiße Phase und es bringt jetzt nichts, uns hier zu zerfleischen und dieses Spiel jetzt zum Anlass zu nehmen, jetzt hier groß Trübsal zu blasen. Und jetzt müssen wir uns nur noch auf dieses Spiel am Dienstag konzentrieren. Vielen Dank, alles Gute dabei. Danke. So, hier noch der Glückwunsch zwischen Sebastian Schweinsteiger und Lothar Matthäus. Glückwunsch auch von uns zu einem 2:0-Sieg hier. Unerwartet in dieser Form oder hatten Sie ein bisschen spekuliert drauf? Absolut nicht. Es ist unglaublich, was die Mannschaft geleistet hat. Sie hat nicht nur nach einer Saison, nach einer langen Saison für ungarische Verhältnisse und nach einer noch längeren Reise nach China vor 5 Tagen alles hervorragend weggesteckt. Man hat gesehen, die Jungs haben großes Herz. War ja eine junge Mannschaft, eine unerfahrene Mannschaft. Und man kann nur stolz sein auf diese Spieler, die heute hier eigentlich nicht das Wunder von Bern, aber das Wunder von Kaiserslautern geschafft haben. Weniger stolz kann Rudi Völler sein. Aus Ihrer Sicht eine Bewertung der deutschen Mannschaft kurz vor der Europameisterschaft? Ja, man soll dieses Ergebnis nicht überbewerten. In der Mannschaft steckt große Qualität. Das haben sie auch immer wieder bewiesen, vor allem, wenn es drauf ankommt. Und ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft mindestens das Halbfinale erreicht. Und dann weiß man ja, dass auch vielleicht sogar ein Finalsieg drin ist. Eine persönliche Frage noch. So ein Sieg hilft einem vielleicht doch zu der Entscheidung, dass man doch eher in Ungarn bleibt und nicht nach Istanbul wechselt? Ich habe gestern schon mit diesem Thema lange sprechen müssen. Mit Beşiktaş besteht zurzeit kein Kontakt. Ich habe gesagt, ich will auf jeden Fall dieses Länderspiel abwarten, meine volle Konzentration den ungarischen Verband geben. Aber als Profi, und das bin ich nun mal, muss ich mir Gespräche anhören, wenn sie sich anbieten. Und ich bin gespannt, ob sich jemand meldet bei mir. Ich weiß es nicht. Wie auch immer, alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank. Tja, Glückwunsch an Lothar Matthäus und die ungarische Nationalmannschaft zu diesem 2:0, überraschenden 2:0-Sieg bei der deutschen Mannschaft. Wir haben gerade gehört, Oliver Kahn hat gesagt, also wir sind ja Vize-Weltmeister, die zweitbeste Mannschaft in der Welt, daran müssen wir uns erinnern, aber am besten vor dem Spiel, dann geht man ja auch anders daran. Ja, das muss man der deutschen Mannschaft vorwerfen, dass sie dieses Spiel völlig falsch angegangen ist, alles das, was wir von ihr erwartet haben.
dass sie das Spiel in die Hand nimmt, dass sie Dominanz ausübt, dass sie hier uns zeigt, dass sie gerüstet ist für diese Europameisterschaft, ist nicht passiert. Sie haben sich durch die Ungarn überraschen lassen, die sehr früh hätten in Führung gehen können, dann auch noch in Führung gegangen ist. Eigentlich kann man von der ersten Halbzeit nichts Positives sagen, außer der angemessenen Leistung von Philipp Lahm. Ja, wir sind noch nicht so weit, meine Damen und Herren. Dramatisieren will natürlich keiner. Trotzdem muss man sagen, das ist ja eine Erkenntnis, die gab es auch schon in vorherigen Spielen, auch in der EM-Qualifikation beispielsweise und in anderen Freundschaftsspielen. Man hat sich vorgenommen, gleich drauf zu gehen, den Gegner unter Druck zu setzen. Was ist es, dass es dann trotzdem nicht dazu kommt? Gut, das tun wir auch nicht. Wir sprechen über diese Spiele, die wir gesehen haben. Diese Spiele geben Anlass zur Kritik, zur berechtigten Kritik, auch heute. In der zweiten Halbzeit war ein wenig mehr los, aber von großer Klasse hat das auch nicht gezeugt. Michael Ballack ist in der zweiten Halbzeit total untergegangen, den wir unbedingt brauchen. Einen erstklassigen Ballack brauchen wir wie die Luft zum Atmen. Da war nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Er muss sein Spiel meines Erachtens ein wenig mehr nach vorne anlegen. Wenn die Stürmer schon nicht treffen, dann brauchen wir einen torgefährlichen Ballack. Das ist etwas, was notwendig ist. Jetzt bleibt uns die einzige Hoffnung, dass wir auf den berühmten Knopf drücken und sagen, jetzt ist Europameisterschaft in 10 Tagen oder in 8 Tagen. Jetzt wird das alles viel, viel anders und wird das alles viel, viel besser.